Willkommen zurück zu Valeries und Romans kleiner Potterwelt. Diesmal mit einem besonderen Set, meinem Geburtstagsset. Ich bekam Hagrids Hütte, die neue Version von 2021. Mit Seidenschnabels Rettung. Ein wundervolles Set mit, Valerie beschreibt es ein bisschen. Zwei Gebäude sind drin, eine große Haupthütte und eine kleine Nebenhütte. Dann ist natürlich Seidenschnabel darin mit beweglichen Flügeln. Dann dieses Kürbisbeet ist enthalten und 6 Figuren sind dabei. Der Zaubereiminister, ein Henker, Hagrid und die 3 obligatorischen Harry, Hermine und Ron, die sitzen hinten bei einem Teestündchen. Das schauen wir uns doch gleich mal an, oder? Alles klar, dann drehen wir mal das vorsichtig um. So ist gut. Ich zoome mal auf die Kaffeeszene. Genau. Also, wir sehen hier gerade, wie Hagrid mit Ron, Hermine und Harry Tee trinkt. Dabei, besonderes Feature, Achtung, wenn man auf den Kamin drückt, tut das Feuer innen im Kamin leuchten und das Drachenei erwärmen. Sehr schöner kleiner Effekt. Gut gebaut auch. Ja, es ist eigentlich sehr detailreich gebaut. Es hängen viele Küchenutensilien von der Decke. Ron hat gerade seine Ratte Krätze zurückbekommen von Hagrid. Die war aber nicht im Set dabei. Richtig, aber wir haben ja inzwischen ziemlich viel unten im Keller und das war kein Problem. Unten im Keller? Ach, so habe ich das nicht gemeint, Roman. Gut. Und nebendran in der kleinen Hütte ist nochmal ein Schreibtisch und eine große Truhe und eine Spinne haben wir hier. Also an dem Set haben wir jetzt, den Gebäudeset haben wir nicht sehr viel verändert. Wir haben eigentlich hauptsächlich noch mehr Grünzeug oben auf die Dächer gebaut, dass das Ganze eben noch mehr in der Landschaft verschwindet. Wir haben noch hier ein paar von diesen Ranken dazugegeben. Und hier klettern noch ein paar Spinnen aus dem Fenster. Spinnen sind immer wichtig im Leben des dunklen Waldes. Ganz richtig. Dann haben wir natürlich hier noch aus unseren restlichen Sets, haben wir noch alle Kürbisse zusammengeklaubt, die wir gefunden haben, um hier einen Kürbisberg plus eine Vogelscheuche mit Kürbiskopf zu bauen. Also alle, die den Film kennen, der Gefangene von Azkaban, wissen das ja, dass der auch eine Rolle spielt. Denn hinter dem Kürbisberg verstecken sich später unsere Helden, um seinen Schnabel zu retten. Was haben wir noch gemacht? Wir haben hier einen Zuweg gebaut und hier eben auch. Also insgesamt sind wir so in der zweiten Hälfte des Filmes. Naja, dann natürlich hier ein Anfang vom verbotenen Wald mit 3 mehr oder minder sehr großen Tannen, die ja auch nachher für die Rettung eine große Rolle spielen. Sehr gut. Die nächste Szene zeigen wir euch im zweiten Teil. Willkommen zurück zur Szene 2. Take 20. Wie ihr seht, haben wir inzwischen umgebaut. Hagrid empfängt an der Tür seiner Hütte das Exekutionskommando für Seidenschnabel. Aufgeschreckt durch ein paar Steinewürfe durch das offene Fenster, versuchen unbemerkt Harry, Ron und Hermine zu entkommen. Dann sehen wir erstaunlicherweise hier ein zweites Mal Harry und Hermine. Die Erklärung dafür seht ihr in Szene 3. Ja, willkommen zurück zur Szene 3. Wie ihr seht, ist es Harry gelungen, Seidenschnabel zu befreien und Hermine musste den etwas unwilligen Seidenschnabel mit ein paar Häschen locken. Sonst hat er sich nicht vom Fleck gerührt. Und das Ganze war natürlich nur auch machbar, weil Dumbledore hier das Exekutionskommando abgelenkt hat und dass sie nicht in diese Richtung geschaut haben. Und dann waren sie total verdutzt, dass Seidenschnabel verschwunden war. Und vor lauter Frust hat der Henker dann den Kürbis gespalten. Also,
Eine Menge Spielspaß steckt in diesem Set und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mögt, gebt uns ein Like. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.